Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich muss heute leider mein Intro nachdrehen, was eigentlich nicht unsere Art ist, aber es gab leider Probleme bei der Materialübertragung. Ja, wir sind bei der Firma Britec Motorsport. Jetzt muss ich einmal ausholen, und zwar Chrome Cars haben wir kennengelernt bei dem Grip-Event in München. Das ist die Firma, die diese alten Filmautos sammelt, beziehungsweise Sammlung aufbaut, also diese Autos kauft. Die haben auch eine alte Formel 1 Abteilung. Das heißt, die kaufen nach und nach alte Formel 1 Autos auf. Jetzt hatte Chris mir geschrieben, sie sind in Oschersleben am Testen. Und bevor wir zu Britec Motorsport fahren, bekommt ihr erstmal cinematisch ein paar Impressionen, wie und was da abgeht, wenn diese, ja, 5 Formel 1 Boliden aus den 70ern und aus den 80ern in Oschersleben getestet werden. Es war einfach nur inflanalisch, es war brutal, es war lebendig. Es ist ein Sound für die Götter, Emotionen pur. Man kann es gar nicht beschreiben. Ich denke auch, dass die Mikrofone es gar nicht drauf bekommen haben. Aber an der Stelle vielen, vielen Dank schon mal an Chromecast, dass wir das miterleben konnten. Das Ganze ist quasi ein Testtag gewesen für die historische Formel 1. Ein Riesending. Und genau das wollen wir euch heute in dem Video ein bisschen näher bringen, dass es diesen alten Rennsport tatsächlich noch gibt. Und deswegen Britec Motorsport, beste Anlaufstelle für sowas, wenn es um alten Motorsport geht. Da geht wirklich richtig was. Das heißt, wir fahren jetzt nach Unna und gucken uns an, wie diese Fahrzeuge gewartet werden und für den historischen Formel 1 in Monaco vorbereitet werden. Los geht's. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, das Büro, ich nenne es jetzt mal Büro, könnte auch ein Wohnzimmer sein, ist auf jeden Fall schon mal einladen, oder? Okay, fest, guck mal, hat sich mein Ton wieder angestellt hier. So, da sind wir. Sind wir richtig hier bei Britec Motorsports? Auch. Ja, so, hi. Mike, hi. Und Chris. Grüß dich, hi. Das nenne ich mal ein Büro hier. Ja. Ganz nett, oder? Also ich hätte jetzt ganz was anderes erwartet, weil wir haben gerade noch drüber gesprochen, Motorenbau vom Feinsten, historischer Motorsport und so weiter. Und dann kommt man hier rein und denkt eigentlich, das könnte so eine Zigarrenlounge so ein bisschen mehr sein. Ne? Ja, so sollte der Plan auch sein. Mhm. Sollte es sein. Pass auf, ich schlage vor, weil wir müssen das ganze Konstrukt erstmal vorstellen. Wir setzen uns kurz einmal hin und führen mal ein schönes Gespräch. Sehr gerne. Das macht es am einfachsten, würde ich sagen. So, René, wo willst du Platz nehmen, dass du unten drauf hast? So, hier? Muss man aufpassen, dass ich mich hier auf das... Doch, alles gut. Mikrosätze. Ja. Was trinken? Ich würde in der Tat noch einen schnellen Kaffee ziehen, auf jeden Fall. Na gut. Kaffee geht immer. Ja, schön, dass ihr es mal geschafft habt. Tja, die Leute haben gerade schon die Impressionen von Oschersleben gesehen. Okay. Wo ich ja ganz spontan aus Hannover rübergeflogen bin. In der Kälte, in Eiseskälte. War wirklich absolut der Wahnsinn. Wird dieses Mikrofon nicht ansatzweise wiedergegeben haben, was da los ist. So, genau das müssen wir euch jetzt nämlich erstmal erklären, wie hier so die Konstellation ist. Also, Chris, haben wir eigentlich euch schon mal kurz vorgestellt, wir haben uns kennengelernt in München auf diesem Select-Event. Genau, bei Grip, ne? Sehr schön. Chrome Cars, ihr sammelt eigentlich Autos? Wir sind eigentlich ein Handel. Ein Handel. Für besondere Fahrzeuge. Also überwiegend Oldtimer natürlich. Mhm. Aber wir haben auch eine sehr ausgeprägte Sammelleidenschaft für allerhand verrückte Sachen. Wir sind heute hier in Unna. Ihr seid eigentlich Standort Jena. Genau. Da müssen wir auch noch hin. Und dann stellen wir euch dieses Portfolio, nenne ich es mal, an besonderen Autos. Nur kurz vorweg, so ein paar Highlights aus eurer Sammlung, unabhängig von den Autos, die wir heute noch sehen. Filmautos, berühmte. So, Eleanor Mustang, Eleanor Mustang aus dem Film, den so hier viele Fast and Furious Sachen, Prototypen, also was so diese Sammelleidenschaft betrifft. Und
dazu kommt natürlich noch ein Haufen an Handelsware, sag ich mal. Der Original Vento aus The Fast and Furious? Genau, ein Jetta. Jetta, wollte ich gerade fragen, wir müssen das jetzt Jetta aufklären. Ist es ein Jetta oder ist es ein Vento? Ist ein Jetta. Ist ein Jetta, ja. Okay. Weil der in Amerika Jetta heißt. Exakt, und Automatik ist auch. Wie kommt man dazu, solche originalen Filmautos zu kommen? Scheißhausaktion. Was soll ich sagen? Okay. Wir lieben Filme. Ja, wir lieben Filme, also egal jetzt ob alt, neu, wie auch immer. Und wir mögen halt sehr das Jagen. So. Und sind auch viel so in der Weltgeschichte unterwegs. Man lernt mal Leute kennen und dann steht da mal was rum und du kriegst wieder neue Ideen und Impressionen und kannst eine schöne Sammlung draus machen. Aber wir haben grundsätzlich Leidenschaft für Filme sehr und die Fahrzeuge. Weil das sind jetzt ja auch nicht gerade die Filmautos, die du für 5000 Euro irgendwo erscheinst. Definitiv nicht. Nee. Sondern das wird ja schon. Was kostet so eine Eleanor? Was ist sowas wert? Also so ein Apparat mittlerweile so um die 2 Millionen, sowas, so ein Auto. Weil halt, das ist wie immer, Angebot, Nachfrage, ne? Und es gibt sehr wenige davon. Einfach nur, weil es das Filmmodell. Genau. Zertifiziert, da gibt es dann immer so schöne Zettelchen dazu von den Produktionsfirmen. Mhm. Und klar, dieses Auto hat natürlich auch sehr, sehr, sehr viel bewegt. Wie oft er auf dem Dach gelegen hat während der Filmreihe. Es gab natürlich 12 Stück davon, also man hat 12 Stück gebaut. Allerdings echt so viele? Ja. Das sind dann irgendwie, ich sag mal, 9 Stunt-Cars, sagt man. Also Autos, die entweder leere Höhlen sind, nur Motoren oder einfach nur Rolling Chassis oder so für Innenaufnahmen. Aber es gibt halt nur 3 Hero-Cars, sogenannte, also voll funktionsfähige Autos, wo auch die Hauptdarsteller jetzt quasi drin saßen und gefahren sind auch. Und dieses ist halt eins davon. Erwischt man sich dann selber so ein bisschen, dass du vor solchen Filmen sitzt und wirklich guckst, ob man irgendwie so Kleinigkeiten von dem Auto wieder sieht, was dann live aussieht? Ach so, so rückwärts. Dass du so vor dem Auto stehst und irgendwie siehst, boah, hier ist so ein kleiner Aufkleber, jetzt hole ich mir mal den Film raus und gucke, ob man den Aufkleber irgendwie sieht. Also. Abblendlicht, Scheinwerfer vorne ist schief drin, das ist unser Auto. Ja, na gut. So Nerd-Stuff halt. Okay. Ja, krass. Also da gehen wir auf jeden Fall in Jena dann nochmal intensiver drauf ein, weil das würde den Rahmen heute hier sprengen. Also das, was wir heute hier sehen werden, sprengt eh den Rahmen. Bin mal gespannt, wie viele Teile das werden. Aber es ist eigentlich genau unser Ding, weil da kommt Mike ins Spiel. Ihr beide seid, wie soll ich das sagen, Chromecast bringt Kundenautos zu Britec Motorsport? Zur Betreuung? Nein, wir bringen unsere Autos zu Britec Motorsport und lassen sie durch Britec Motorsport auch einsetzen. Mhm. So, und das ist jetzt weniger eine Kunde, Auftraggeber, was auch immer, Symbiose, sondern es ist eher eine Partnerschaft jetzt schon, so mittlerweile. Mhm. Also wir machen hier vor allem in einer besonderen Sparte, also wieder Sammelleidenschaft, wo wir jetzt zu den Formel-1-Autos kommen, auch hier gemeinsames Spiel. So, also nur er ist halt der Profi, der das ganze alte Zeug kennt, einsetzen kann und auch einfach die Power hat dafür. Ich habe schon einen Blick hinter die Tür hier geworfen. Ich sage euch, Profi trifft es auf jeden Fall ganz gut, weil das ist ja schon so ein bisschen mehr als nur ein bisschen Luftdruck prüfen und Fehlerraten vom Auto hier passend machen, ne? Weil das ist ja schon Motorenbau, Teile nachfertigen und so weiter. Ja. Ja, wie kommt ihr auf alte Formel 1 Autos? Hat einfach mit dem, also in dem Fall jetzt mit John Player Special, mit dem Livery zu tun, so schwarz-gold, turnt uns einfach total an. Wir haben irgendwann mal unseren ersten Formel 1 Lotus 77 Gunnar Nielsen Auto, ich weiß nicht mal mehr, also wir fanden das Livery geil, so. Und da kann man so ein Auto kaufen, den haben wir dann gekauft und dann mal eingesetzt, so. 2020. Und dann ist es komplett ausgeartet. Also noch recht komplett aus dem Ruder gelaufen. Also noch recht 2020, okay. Und wie viele alte Formel 1 Autos habt ihr mittlerweile? Das ist ja nicht nur Formel 1. Also wir würden ja jetzt wirklich, also wir müssen sagen, wir nennen das Black and Gold Collection, weil das so unser Ding ist, unser Name ist, so unser Stempel, den wir da aufgetan haben. Aber grundsätzlich geht es um alles, was authentisch John Player Special ist. Nicht nur Formel 1. Die Autos waren aber damals optisch schon alle genauso oder passt hier das Design so ein bisschen jetzt an der Zeit aktuell an? Nein. Also sollen wirklich so, wie sie damals gefahren sind? Und wenn auch irgendwie Schäden dran sind oder so, an so einem Bodywork oder so, dann wird das auch genauso wieder rekonstruiert. Krass, weil das war für mich der krasseste Moment in Oschers Leben. Normalerweise ist man ja schon fassungslos, wenn man mal ein so ein Auto irgendwo stehen sieht. Ja. Weißt du, kommst du in der Oldtimer-Messe und denkst so, boah, geil, altes Formel 1 Auto. So, da stehen gleich 5 Stück und die 5 Stück werden alle Vollgas einfach den ganzen Tag lang Oschers Leben hoch und runter geprügelt. Ne? Exakt. Und insgesamt gibt es im Formel 1-Bereich, glaube ich, jetzt mittlerweile 10? 11. 11. 11 Autos, dann gibt es noch so ein bisschen ein paar Imsa-Autos, so Imsa-Mustang, Rausch-Mustang. Amerikanisch, dann was wir leider noch nicht da haben, aber das würde allen auch sehr gut gefallen, ist ein E21 320 Turbo.
der auch im John Player Special Livery gefahren ist, jetzt im Moment nicht in dem Livery ist, aber auf das Auto warten wir noch, also ist im Zulauf, wird aber dann auch wieder im John Player Special Livery fahren. Okay, und da brauchtet ihr den passenden Partner für, um diese Fahrzeuge auch zu warten, weil das ist das, was für mich ist am unglaublichsten von allem macht, dass so. Wir können Luftdruckprüfen. Ich stelle es mir schon kompliziert vor, dass so ein altes Ding überhaupt anspringt, weil die sind alle Baujahre 70, 80 so in dem Dreh. Ja, genau. Das heißt, wir reden von 40 Jahren, älter als ich bin übrigens. Und das Ding soll nicht nur angehen, weil die meisten Autos, die davon rumstehen, werden wahrscheinlich noch nicht mehr angehen, wenn überhaupt ein originaler Motor drin ist. Relativ, ja. Und dann auch noch das Ganze herrichten, ne? Also Formel 1 Motoren, die startest du sowieso nicht mal eben. Mhm. Also das ist jetzt nichts, wo du, lass mal hören, wir machen mal. Mhm. Also ist immer, weißt du selber, Prozedere, immer vorwärmen, machen, tun. So, aber wir können Luftdruck prüfen und vielleicht auch ein bisschen mehr, zumindest bei Formel 1. So, aber da braucht es halt einfach Know-how. Leute, die tagtäglich damit zu tun haben und wissen auch, vor allem bei den Motoren, bei Cosworth-Motoren zum Beispiel, wie das irgendwie läuft. Wie viel von diesen Formel-1-Autos, Mike, ist von damals noch originalgetreu da dran? Also, wenn ihr jetzt so ein Auto kriegt von Chris und der sagt, ich will da nächste Woche historischen Motorsport mitfahren, fängt man erstmal an, radikal Spurstangenköpfe, Querlenker, alle Lager, das alles neu zu machen, oder fährt man mit diesen Autos erstmal und guckt, was kaputt geht? In erster Linie fängt man erstmal damit an, Durchsicht vom Auto, beziehungsweise dann zerlegen, bis auf Monocoque. Und dann werden die Fahrwerksteile geröntgt, Bremspedal, Lenkungsteile, Felgen, um erstmal einen Überblick zu bekommen, was für ein Zustand befindet sich das Ganze. Das obliegt der FIA aktuell. Alle 2 Jahre muss man einen Cracktest vorweisen. So, und dann fängst du im Prinzip an, klar, Motorgetriebe muss revidiert werden. Monocoque hat irgendwelche Risse oder in den späteren Bereich beim Carbon-Monocoque Brüche. Das bereitest du dann im Prinzip vor und nach entsteht ein neues Auto daraus. Aber mit der DNA von früher. Das heißt, da gibt es richtig eine FIA und ein Reglement für. Ja. Für diesen, ist das dann historische Formel 1? Ist korrekt. Ganz genau. Kann man da in den paar Sätzen. Oh, Essen ist schon da. Ja, Essen da. Hallo. Auch einmal hin. Jetzt werden alle wieder denken, wir sind nur am Pizza essen. Ne? Irgendwie kommt immer Pizza. Frühstück heute. Genau, ich hatte auch noch überhaupt original gar nichts. Bist du eher der Frühstücker oder auch eher so erst Mittagessen? Weil ich frühstücke gar nicht, ich esse immer erst Mittag. Kommt drauf an, wo ich bin. Also, absurdes Essen. Im Hotel gibt es auch mal Frühstück. Ja, absolut. Im Hotel sowieso, ganz klar. Da muss ja jemand machen, das Frühstück. Ich werde später noch so ein bisschen merken, weil Chris ist wirklich eigentlich auch nur Dauer unterwegs. Möchtest du einen Wein oder so? Wein, ja, nee, das ist erst später. Ja? Gut. Okay. Ich würde auch sagen, wir führen noch kurz unser Gespräch hier zu Ende, weil wir gerade so im Flow sind, bevor wir die Pizza essen. Das machen wir. Es gibt also richtig Kategorie historischer Motorsport. Ja. Ich weiß, ich war mal bei auch einem Motorenbetrieb, die meinten zu mir, dass die gedrosselt sind über die Drehzahl. Kann das sein? Gibt es ein Reglement für, was so ein Auto drehen darf? Cosworth Motor jetzt als Beispiel, der DFV darf maximal 10.000 drehen, ja. Was haben die damals gedreht? L5, L8. Ah, okay. Aber das sind wahrscheinlich die entscheidenden 1.000 Umdrehungen, die wahrscheinlich die... Es wäre schön, wenn man das nutzen darf, aber es ist halt so. Letzten Endes versucht die FIA damit, die Haltbarkeit der Motoren nach oben zu schrauben. Wir haben, ich sag mal, je nach Leistungsstufe hast du zwischen 12 und 15 Stunden Betriebszeit und danach wird der Motor voll revidiert. Das heißt, einmal Ausschussleben fahren ist eigentlich gleich schon wieder bei Motor zerlegen, oder? Ja, so ungefähr. Ach du Scheiße. Okay, krass. Also nach der Testphase auf jeden Fall. So, also wir merken, da gehört auf jeden Fall jede Menge Schrauberei heute dazu und das macht es auf jeden Fall so geil. Anders war es aber früher auch nicht. Ja, klar. Lotus früher zum Beispiel hat pro Wochenende 8 Motoren gehabt. Für 2 Autos. Ja, für 2 Autos. Wir reden aktuell aber immer noch von Nicht-Turbo-Formel 1. Nicht-Turbo, ganz genau. Würde es theoretisch auch gehen, so Turbo-Dinger auch zu fahren? Also, ja, klar. Weil man sagt ja immer so, ich meine, es war vor meiner Zeit, dass das so die richtig goldene Ära war mit den Turbo-Dingern. Relativ, ja. Ja, zumindest was das Leistungspaket betrifft. So. Wo du Leistung sagst, wie ist das Verhältnis von so einem Auto von damals zu heute? Fahren die gleiche Leistung oder sind das nur gedrosselte, ich sag jetzt mal, Spaßfahrten? Also wir haben heutzutage, würde ich mal behaupten, die
gleiche Leistung mit 10.000 Umdrehungen, wie man früher mit 11.5 oder 11.8 Ernsthaft? Hat. Ja. Und das heißt, die letzten 40 Jahre auch genutzt und Erfahrungen einfließen lassen. Ganz genau, immer weiterentwickelt, wie im modernen Motorsport auch. Das heißt, man kann sogar auch eigentlich sagen, dass diese Autos gar nicht langsamer geworden sind als damals, sondern schon schneller. Schneller also. Mehr Leistung, bessere Reifen, besserer Sprit. Die Autos, wenn du Teile neu fertigst, nimmst du natürlich nicht ein Material aus 1970 oder 75, sondern ein Material, was es heute gibt. Vielleicht ein besserer Stahl als Beispiel. Das darf man aber. Ein besseres vom Aluminium. Reglement. Wenn du ein Teil hast, was früher aus Stahl war, darfst du es heute auch aus Stahl machen. Mhm. Wenn du es heutzutage aus einem besseren Stahl machst und dementsprechend vielleicht leichter fertigen kannst, ist natürlich wieder ein Vorteil. Wie ist das mit so normalen Verschleißteilen? Ich sage jetzt mal als Beispiel Bremsbeläge, Bremsscheiben. Die Chance, so, keine Ahnung, ist jetzt irgendwie schwierig zu erklären, aber der Bremssattel, so wie er in den 80ern in der Formel 1 verbaut wurde, gibt es den bis heute so zu kaufen oder darf man da dann auch einen anderen Sattel anbauen? Wie macht man das bei sowas? Du musst schon, ich sag mal so, das Auto muss dementsprechend, wie es damals auch eingesetzt worden ist, von der technischen Seite her, von der Sicherheitsseite her, was Löschanlage angeht, Gurt, Überrollbügel, das sind dann so Sachen, oder halt ein Cracktest, der verlangt Safety wird. Safety eben, ne? Genau, das ist up to date, das muss nach heutigem Stand sein, aber was die reine Technik angeht, muss tatsächlich so sein, wie es früher auch eingesetzt worden ist. Findet man da einfach Fahrer für, die sowas noch fahren? Weil wir werden es nachher noch sehen, wenn man da schon vorsteht und also aus meinem Alter kommt, da denkst du ja, was müssen die Typen an Eier damals gehabt haben, um mit den Kisten so rumzublasen, weil es ist ja schon nicht zu vergleichen mit einem aktuellen Rennauto, ne? Das ist richtig, ja. Und wenn dann noch die Autos noch schneller geworden sind, ja, muss man da ja schon erst mal wen für finden. Schalten ist ein großes Thema einfach, ne? Oder Schalten an der Seite so, ne? Exakt. Ja. Also wir haben eine ganz normale Haarschaltung. Ich sag mal, heutzutage die Piloten, die kennen ja eigentlich nur noch Pedal Shift. Mhm. Ist natürlich eine ganz andere Welt, weil hier kannst du dich tatsächlich auch verschalten und einen Motor killen. Mhm. Und dementsprechend so zählt sich das schon ein bisschen aus, was das Fahrerische angeht. Die Haarschaltgetriebe, sind die dann mit Kupplung oder ohne Kupplung? Theoretisch kannst du die ohne Kupplung schalten. Wir nutzen tatsächlich die Kupplung ganz normal, um einfach den Verschleiß zu minimieren. Das war nämlich das Krasse in Oschers Leben. Da war tatsächlich ein Problem irgendwie am Getriebe. Und da ist es so, dass ihr selbst vor Ort Getriebe rauszieht, revidiert und so weiter. Wir wechseln ja teilweise 2-3 Mal die Übersetzung Gangrad für Gangrad pro Wochenende. Ich sag mal so, hast du Regen, hast du Trockenverhältnisse, passt vielleicht eine Kurve nicht von der Abstimmung vom, als Beispiel jetzt dritte Gang, und der dritte Gang muss einen Zahn länger, dann wird das gemacht. Und alles, was es an Teilen nicht mehr zu kaufen gibt oder man gar nicht erst findet, wird hier einfach nachproduziert. Ja. So. Ich denke mal, ihr könnt euch auf jede Menge Technik heute freuen. eine letzte Frage, bevor wir unsere Pizza schnell essen. Klingt für mich alles unfassbar teuer. Das ist tatsächlich das so. Das ist der Negativ. die Negativseite. An dieser ganzen Nummer. Aber, also das Ganze macht ihr aber wirklich, weil halt diese Veranstaltungen, wo gefahren wird, so cool sind. Also, dass da so ein Spirit hinter ist, dass sich das einfach lohnt. Gibt solche und solche Veranstaltungen, aber jetzt, wie im aktuellen Fall natürlich Monaco Historic, das ist so das Event für diese Autos. Und am Ende, wie ich immer sage, ich sag mal, hat es einen Vorteil für das Auto an sich dann auch. Also ich sag mal, für einen eventuellen, das kann man auch so ein bisschen als Business dann auch sehen, so einen kleinen Teil. Natürlich ist der größte Teil die Leidenschaft und einfach purer Enthusiasmus. Am Ende dann aber auch zum kleinen Teil ein bisschen Business, wo du sagen kannst, du verkaufst jetzt so ein Auto an irgendwen mal und sagst, hat aber Monaco einfach irgendwie zweiten Platz gemacht oder einen ersten oder was. Das spricht schon für das Auto. Ist also tatsächlich so, ich habe ein Original Formel 1 Auto von damals. Wenn es jetzt noch fährt und Monaco gewonnen hat, 2022, ist es definitiv noch mal mehr wert. Exakt. Dann eher so, verdoppelt sich dann der Wert oder wie kann man... Das würde ich jetzt nicht so unbedingt sagen, aber es hat schon irgendwie einen massiven Impact eigentlich auch. Aber es gibt echt Leute, die solche Autos suchen und dann für x Millionen so ein altes Formel 1 Auto kaufen, was noch einsetzbar ist. Ne? Jo. Ja, und auch fahren. So, ich meine, es gibt andere Leute, die kaufen halt Twitter einfach mal so aus Spaß. Von daher wird es auch Leute geben. Genau, mit der Formel 1 hast du aber auch noch Spaß. Im Gegensatz zu Twitter. Kaufen, ne? Krass. Also entscheidend ist ja dann noch, dass es ein Auto ist, wenn es aktuell noch erfolgreich ist. Ist natürlich für denjenigen interessant, der damit auch Rennen fahren möchte. Mhm. Wenn man die Option hat, das schnellste Auto zu kaufen und das Geld dazu hat, dann warum nicht? Und weil so Autos, Entschuldige, auch oftmals Eintrittskarten sind auch. Wenn ich nicht komplett falsch liege, ist ja Formel 1 Monaco jetzt auch demnächst. Das ist aber nicht die gleiche Veranstaltung, nur ich sage jetzt mal andere Zeiten, sondern ist Wochenende vorher, Wochenende nachher.
Wie ist das diesmal? 2 Wochen, glaube ich, später. 2 Wochen. Ich glaube, oder wir 3. fahren zuerst und die aktuelle ist 2 Wochen später. Weil die bauen halt da die Stadt, es ist ja keine Rennstrecke, sondern Stadt, die bauen die jetzt schon seit Februar ungefähr. Da ist schon alles gesperrt, da werden Tribünen aufgebaut und. Und wir fahren dann 13. bis 15. Also 15. ist eigentlich Rennen, der Sonntag. Und dann, ich glaube, eine Woche oder 2 Wochen später ist die aktuelle Formel 1 da. Ich glaube, ganz ehrlich gesagt, dass, um das so ein bisschen zu erklären, wo dieser Fable herkommt, wenn ich mir jetzt überlegen müsste, ich hätte die Wahl, zur historischen Formel 1 nach Monaco zu gehen, mit diesen ganzen Fahrzeugen, oder zu der aktuellen Formel 1, ohne alles drumherum. Dass da keine prominenten Leute, keine bekannten Leute, kein Hamilton, nichts fährt. Dann glaube ich schon, dass es viele Leute gibt, die sich doch eher für das Alte interessieren. Definitiv. Du siehst halt mehr und bekommst mehr mit. Genau. So, und natürlich aktuelle Formel 1 natürlich extrem durch das ganze Drumherum einfach aufgebauscht wird. Klar, aber die Jungs aus der aktuellen Formel 1 sind ja meistens gucken bei den Alten. Also vorwiegend die Fahrer. Also du siehst dann der Verstappen oder wen hatten wir letztes Mal noch? Hülkenberg war da, Verstappen war da und. Klar, die finden das natürlich auch geil. Die kommen halt irgendwie, das ist so... Wahrscheinlich auch vielleicht irgendwie so Eltern mal solche Autos gefahren. Absolut, oder so. Latschen dann da durch und gucken, weil es einfach mega imposant ist und nicht zu verwechseln. Ich sag mal, die Geräuschkulisse ist einfach eine komplett andere. Also wenn du da, ich sag's immer so, wenn ich irgendwem davon erzähle, ein einsames Auto durch den Stadtkurs hören oder fahren hören, ist einfach komplett was anderes. Ja, mit dem Hallen so. Unglaublich. Ja, okay. Ich würde sagen, so viel dazu erstmal. Jetzt gibt's kurz Mittag und dann gehen wir mal in die heiligen Hallen hinter uns hier. So, Pizza war lecker. Lecker war das. Jetzt habe ich die ganze Zeit auf diese Kurbelle hier drauf geguckt, Mike. Was ist es? V8, würde ich schon mal sagen, ne? Ja. Ah, da steht's ja auch. Ja, wer, lesen, wer lesen kann. Ist klar, ein Vorteil. Okay, 18, ich sehe hier 2,4 Liter V8 Formel 1, 18.000 drin. Ja. Diese dürfte im laut Reglement dann auch nur 10.000 drehen oder ist das wieder motorenabhängig? Das ist ja was ganz Modernes für unsere Verhältnisse. Das ist ja Mitte 2000er Jahre. Stimmt, 2,4 Liter V8 war ja nach 3 Liter und so weiter. Ne? Ist ja noch relativ frisch. Krass ist halt, guckt euch mal an, wie wenig Hub diese Kurbelwelle hat. Ne? Wenn man sich die Mittelachse vorstellt und dann den Hub anguckt. Was sind das, 40 mm oder so? Ja, so kommt ungefähr hin. Ne? Ja. Schon nochmal. Was ist das hier? Man guckt so drauf und denkt, als wenn das irgendwie eine Pleuelverschraubung ist, aber das ist eigentlich nur irgendein Gegengewicht, oder? Ja. Streckenspezifisch haben die damals, so würde ich es jetzt mal vermuten, aufgrund der Ansprechbarkeit für den Motor experimentiert mit verschiedenen Gegengewichten. Mal schwerer, mal leichter. Ich hätte jetzt gedacht, wenn ich da was anderes ranschraube, läuft der ganze Motor unrund, schlecht. Gut, letzten Endes ist die Welle aufgebaut wie eine Vierzylinderwelle, wenn du das mal anschaust. Ist ja keine typische V8-Welle, was man aus dem Ami kennt. Das wäre der nächste Punkt gewesen. Genau. Es sind wirklich. Das Design ist dann tatsächlich aus den 60er Jahren, wo Cosworth den ersten V8 Formel 1 gebaut hat. 1967. Das ist dann auch im Prinzip nur eine Zusammenfügung von 2 Vierzylindermotoren. Krass. Das heißt, wenn ich jetzt durch Zufall im Keller so einen Motor stehen hätte und würde sagen, das ist es, macht mir den fertig, würdet ihr selbst auch einen Motor machen? Das hier ist ja dann schon ein bisschen komplizierter, weil du einen pneumatischen Ventiltrieb hast und eine elektronische Motorsteuerung. Das betrifft uns ja im historischen Motorsport eher weniger. Aber mechanisch würde ich da schon sagen, ja klar. Mechanisch wiederholt sich das Ganze ja, da kannst du das Rad ja auch nicht neu erfinden, weil das, was sie damals gemacht haben, das ist schon top. Ich sehe hier, die ist komplett poliert. Macht man das im Motorsport bei den Drehzahlen immer? Also ist das tatsächlich so wegen Ölplätschen und so weiter? Oder was denkst du, warum die voll poliert ist? Oder ist das nur ein Ausstellungsstück und deswegen poliert? Nee, die sind tatsächlich damals auch so Hochglanz verdichtet gewesen, um einfach Bruchgefahr zu minimieren, um Oberflächenbegebenheiten einfach zu optimieren. Und klar, letzten Endes Luftverwirbelung hast du im Kurbelgehäuse, das Öl, was da umher spritzt. Deswegen hat man eine Trockensumpfschmierung. So, dass es halt alles, was man nur irgendwie machen kann, von der technischen Seite her, zur Leistungssteigerung ausgereizt ist. Ausgereizt ist, genau. So, letzte Frage, bevor wir wirklich rübergehen. Wenn du von damals so ein Formel-1-Teil in der Hand hast und du kaufst dir auf dem herkömmlichen Tuningmarkt aktuell irgendein Teil, schon so der bessere Tuningmarkt, ist das qualitativ eine ganz andere Liga? Oder ist es so, dass da auch in der Formel 1 nicht gezaubert wurde damals, heute, wie auch immer? Also für damalige Verhältnisse schon gezaubert worden. Weil letzten Endes sind das ja Motoren gewesen, die weit weg von der Serie waren. Und auch die Komponenten, die man damals verwendet hat.
Und wenn man sich so einen Motor unter heutigen Aspekten mal anschaut, was jetzt als Beispiel den Cosworth-Motor angeht von 67, das ist ein extrem moderner, entwickelter Motor für die damalige Zeit. Man könnte auch meinen, der ist 20, 30 Jahre später entstanden. Und die Grundbasis von dem Motor, jetzt müsste ich gerade mal überlegen, ging, glaube ich, bis 1994. Also ist schon so alles, was geht, damals gemacht. Ja, definitiv. So. Deswegen auch so teuer. Ja. Und selten. So, ich würde sagen, komm her, jetzt wollen wir die heiligen Hallen mal ein bisschen sehen. Das ist jetzt Werk 1. Das ist Werk 1, das Tagesgeschäft, ja. Tagesgeschäft heißt Werkstatt. Werkstatt. Um nochmal das einmal kurz abschließend, wie lange machst du das schon? Seit 2010. Motorsport? 2010 erst. Also bei der Büchersammlung hätte ich jetzt gedacht, also mindestens 30 Jahre. Mindestens 30 Jahre Büchersammlung ist das ja alleine. Nee, da war der Mike. Ah, riecht gleich nach keinem Cut hier. Ja. Okay, Werk 1 heißt Hebebühnen, Restauration. Was macht ihr alles so, um euch mal so kurz in ein, zwei Sätzen vorzustellen? Komplettrestauration, wie der 3 Liter CSL da oben. Da haben wir auf der Techno-Klassiker vor einem gestellt und waren fassungslos über die Preise von diesen Fahrzeugen. Ja, das hat sich schon deutlich entwickelt. normale Wartungsarbeiten, hier kommt alles hoch, was ich sag mal, noch annähernd normal ist oder was viel Arbeit bedarf, was Kleinteileanfertigung angeht. Ja, wenn ich mich hier so umsehe, sehe ich ehrlich gesagt kein normales Auto. Ja, für unsere Verhältnisse schon, man stumpft mit der Zeit ab. Weil, wenn wir hier nur kurz anfangen, F-Modell Porsche? Ja, 1965. Mit Makrolon und Käfig oben drin. Ist also ein Rennauto. Auch ein Rennauto? Ja. Wenn ich hier sehe, auch Rennauto? Ja. Rennauto und eine Restauration von einem extrem hochpreisigen BMW. Kfz. Und auch, muss ich sagen, ja, der eine oder andere, der mich kennt, der wird gleich bei den Bildern wissen, das kann ich gut sehen hier. Das kann ich gut sehen. Kann ich gut haben. Nee, weil es ist wirklich genau so, wie ich selber auch probieren würde zu machen. Weil hier ist ja wirklich keine Stelle dran, wo man jetzt irgendwie sagen würde, da hätte man noch mal Mühe, was besser machen können, ne? Krass. Aber schon selten heutzutage diese Vielfalt aus Restauration, Werkstatt. So, man macht ja wirklich dann alles. Man ist irgendwann so da reingerutscht. Ja. Es ist irgendwann alles mal gewachsen. Weil es gibt ja gerade auch im Oldtimer-Bereich gibt es ja Firmen, die darauf spezialisiert sind, gerade so Mercedes-mäßig, die nur solche Restaurationen machen. Und da stecken ja auch jahrelanges Know-how, Mitarbeiter und so weiter hinter. Ne? Ja. Und hier steht das halt mal so als Nebenprodukt nochmal. Ja, das ist jetzt als Beispiel ein Kunde, der bei uns Rennen fährt mit seinen Autos. Und da sagt er natürlich, kannst du mir auch mein Straßenauto machen? Oder ja, sagst du auch nicht. Nee. Nee, um den Kunden letzten Endes glücklich zu stimmen, versuchst du das halt auch mit umzusetzen. Aber geil. Geil, dass er selbst da die Überblick behaltet. So, nee, ganz so schnell sind wir nicht. Wir müssen hier so ein bisschen müssen wir ja schon ja mal kurz genießen, was hier noch so alles rumsteht. Was das für ein... Was ist das für ein Auto? Also ein Lotus 11. Jahrgang 56. Was das für ein dünner Rahmen damals so war, ne? Wenn man sich überlegt, wenn du hier mit 200 irgendwo einschlägst, ist halt wirklich... Ja, diese Autos sind mal konstruiert worden fürs 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Und letzten Endes bei Lotus war damals immer das Thema maximaler Leichtbau. Und das ist halt hier vollzogen worden. Der Motorblock, Zylinderkopf aus Aluminium, das in den 50er Jahren, oben liegt eine Nockenwelle. Krass. Vorhin. Wie filigran selbst hier so Motorhalter und sowas alles, ne? Ja. Das ist ja wirklich alles. Was wiegt so ein Ding dann fertig? 420, 425 Kilo. Ich glaube, selbst wenn ich die Aufgabe bekommen würde, ich sollte ein Auto bauen, was Rennstrecke fährt und 400 Kilo am Ende wiegt. Ich wüsste gar nicht, wie ich anfangen würde. Ist schwierig unter heutigen Aspekten. Ne? Ja. Weil der Motor alleine mit der ganzen Geschichte drumherum schon so schwer ist. Da hast du Motor und Getriebe wahrscheinlich schon immer 200, 250 Kilo wahrscheinlich so in dem Dreh? Hier jetzt weniger. Ne, hier weniger, klar, ja. Aber wenn man jetzt irgendwie so in dem Bereich. Ja. So, jetzt sehen wir hier als allererstes so ein geiles gefrästes Teil. Ja. Das sieht nach euch aus.
Das haben wir auch hier gemacht, ja. Verbrochen, das haben wir verbrochen. Einfach nur Adapter für Bremssattel, um den vernünftig zu haben. Alter, wie filigran das alles ist hier, ne? Wahnsinn. Und das für damalige Verhältnisse. Wenn man sich mal vorstellt, dass die Vorderachse eigentlich mal eine Starrachse gewesen ist, die man durchgeschnitten hat, um dann daraus, ich sag mal so, ein moderneres Konstrukt zu machen. Ja, das sehe ich jetzt erst, ja. Die komplette Vorderachse aufhängen ist ja wirklich eigentlich ein Lenker, der nach hinten mit so einem Pendel nochmal abgestützt wird. Mit einer Schubstrebe, ja. Und so ein Auto fährt dann auch am Ende? Also, ja, das fährt dann auch richtig. Und richtig also schnell. Klar, es fährt, aber das heißt nur mal, wir müssen immer den Zuschauern so ein bisschen eine Relation setzen. Angenommen, wir fahren mit so einem Auto auf irgendeiner aktuellen Rennstrecke. Wie schnell fährt das? Fährt das so im Bereich wie ein, keine Ahnung, GT3 RS oder wie ein M3 oder noch schneller? Kannst weil 450 Kilo ist natürlich gar nichts. Ne? Das ist richtig, aber du hast immer noch, ist immer noch ein altes Auto aus den 50er Jahren. Du hast schmale Reifen. Du hast kleine Bremsen, wobei die Reifen könnten eh keine größeren Bremskräfte übertragen auf die Straße. Hast du mal eine Rundenzeit von Spa im Kopf oder von Hockenheim? Nee. Doch, Hockenheim hatten wir neulich die ganze Zeit, der hat uns ja von Tick Performance einen erzählt mit den GTRs und so. Meine 1,50 oder? Ja, so ein Auto fährt 2 Minuten 1 in Hockenheim. Hockenheim ist natürlich auch eine Leistungsstrecke, wenn du da natürlich keine Leistung hast. Was hat so ein Ding an Leistung denn? Also ist abhängig vom Leistungsstand an sich vom Motor. Hier dürfen wir jetzt 1500 Kubik fahren oder 1460, was der jetzt hat. Dann haben wir so um die 160 PS. Aber dann ist 2 Minuten doch schon schnell, ne? Wenn ich so überlege. Das ist sehr schnell, ja. Weil, keine Ahnung, ich weiß es jetzt nicht, aber ich würde mal tippen, so, wenn man jetzt ganz normalen aktuellen M3 nimmt oder so, wird der wahrscheinlich 2 Minuten 5 oder so wahrscheinlich fahren in Hockenheim dann so in dem Dreh. Ehrlich gesagt weiß ich es nicht. Auch nicht. Egal. Geil aussehen tut es auf jeden Fall. Und schnell ist es allemal. Vor allem auch, was ich unfassbar finde, ich bin auch schon immer einer, der sich viel merken kann, aber du musst ja noch mehr merken, ne? Ja. Weil jedes Auto ist ein Unikat. Genau. Diese Vielfalt, wie, wo, was von wo eingebaut wurde, welches Teil, wie, was funktioniert. Ach, macht ihr das dokumentarisch so? Also schon so ein bisschen so, dass so, wenn die Fahrzeuge im Einsatz waren, dass das irgendwie festgehalten wird? Ja. Oder ist das wirklich alles nur im Kopf? Nee, muss tatsächlich alles aufgeschrieben werden. Das kannst du alles nicht im Kopf haben. Weil es ist schon so, Kunde, nicht nur Chromecast, sondern ihr habt wirklich auch andere Kunden, die ihre Autos sowohl hier bauen lassen, warten lassen und auch direkt im Einsatz von euch auch betreut werden. Ja, genau. Wie viele Leute seid ihr in Summe? 24, glaube ich. Okay, cool. Und auch alle auf der Rennstrecke immer. Ja, alle Bock auf Ballern. Zumindest. Junge, das sind auch mal ein paar Antriebsfehler. Hätte ich auch so gar keine Ahnung, was das ist. Das nannte sich früher Formel Junior. Das war, ich sag mal, 2 Unterkategorien zur Formel 1. Ah. Die fingen damals an mit Formel Junior, dann Formel 3 und dann, wenn du Glück hattest, noch Formel 2 zwischendurch, ein bisschen Erfahrung zu sammeln, aber manche sind auch von der Formel 3 direkt zur Formel 1 gekommen. Und damit fing das Ganze an in den 60er Jahren. Okay, das ist dann ja schon richtig Einzelradaufhängung vorne. Volles Programm. Da sind 2 Rimscheiben heute gekommen. Hast du die bestellt? Besagte Schaltung hier. Genau. Wo sind die? Der Übel. Weiß ich jetzt nicht, muss ich nachschauen. Das heißt, das ist auch so ein Neuaufbau einmal. Das Auto hatte mal einen Unfall vor ein paar Jahren. Wir mussten dann einen Rahmen richten, teilweise Rohre neu machen. Nachdem das dann soweit wieder in Richtung stand, ist der Rahmen gepulvert worden, teilweise Radaufhängung nachgefertigt und wird halt jetzt wieder komplettiert. Hier steht der Motor zum Beispiel. Das ist ein 1100 Kubik Motor, 145 PS bei 10.000 Umdrehungen. Mit einer unten liegenden Nockenwelle wohlgemerkt. Das heißt, ihr dürft auch tatsächlich so an dem Rahmen tatsächlich Rohre ersetzen und so weiter? Muss der, es gibt keinen anderen. Der Hersteller von so einem Auto, der ist schon lange nicht mehr existent. Das heißt, teilemäßig bei den ganzen Autos hier immer Katastrophe? Ja. Das ist dann schon ziemlich speziell. Ja, ich würde sagen, weiter geht's. Weil das ist wirklich erstmal nur ein ganz, ganz kleiner Teil, was uns heute noch an Autos hier erwartet. Damit wir da nicht zu viel Zeit verlieren. Jetzt hier Motorenschmiede? Ja, genau. Ein bisschen von jedem.
Mhm. Blechblasinstrumente werden hier auch gemacht. Ah, Kurbelwelle schleifen, ne? Auch, ja, genau. Gibt es irgendwas, was ihr nicht könnt zu einer Motorenbearbeitung? Wahrscheinlich nicht. Eigentlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Also Nee. Alles egal, ob Schleifen, Wuchten, Horn, Bohnen, ja. Volles Programm, alles am Start hier. Ja. Aber schon noch alles eher so die klassischen Oldschool-Maschinen, ne? Wir schrauben ja auch an alten Motoren. Wie ist so deine Philosophie dazu? Weil es werden natürlich täglich irgendwelche Hersteller kommen, wie die neuesten, tollsten Maschinen und so weiter. Also wir haben ein paar modernere Maschinen, ja. Aber letzten Endes, warum soll eine Maschine aus den 60er Jahren nicht das Gleiche, ich sag mal so, machen wie eine aktuelle Maschine? Wir machen keine großen Stückzahlen von gleichen Bauteilen, sage ich mal. Wir haben jetzt nicht 50 gleiche Motorblöcke von, was weiß ich, hinten Ford oder so, wo alle Bohrungsmaße gleich sind, wo man große Stückzahlen macht, sondern wirklich Motor für Motor bearbeiten muss. Und wahrscheinlich auch Motor für Motor individuell immer was Eigenes ist. Ne? Ja. Ja, krass. Ja, hier ist der konventionelle Bereich. Drehen, fräsen, schleifen, um kleinere Bauteile, einfache Bauteile zu fertigen. Das heißt so die typischen Kleinanfertigungen, die man dann doch mal immer mal so schnell braucht. Ja. Bei uns ist immer alles schnell. Man muss immer auf irgendwas versuchen zu reagieren. Donnerstagabend nochmal schnell, Freitag muss LKW nochmal schnell was bauen. Zur Not im LKW. Zur Not im LKW. Ja. Also wir haben tatsächlich auch einen Sattelauflieger, der ausgerüstet ist mit einem Maschinenpark, um Teile vor Ort zu produzieren oder instand zu setzen vielmehr. Wie weit geht das? Also könnt ihr dann da vor Ort auch an der Rennstrecke einen Block bohren und holen oder so? Nee, das ist natürlich nicht. Das ist zu krass. Ne? Das ist zu krass. Aber eine kleinere Drehbank und so ein Zeug habt ihr damit? Drehbank, Frismaschine, Schleifmaschine und verschiedene Schweißgeräte. Geil. Ja. Können wir uns mit Sicherheit da unten auch nochmal anschauen später. Brauchen wir keine Werkstatt mehr, sondern ist einfach unterwegs. Genau. Ah. Ich weiß noch, als ich angefangen habe mit Tuning, 2000, so ungefähr. Wobei 2000, da war ich 14, kann ich so ungefähr. Da war Flachschieber, damals noch mit so einer Kugelfischerpumpe. Ja. So, war so... Ich will nicht sagen Maß der Dinge, aber das war so der Dinosaurier, den eigentlich jeder haben wollte, aber jeder wusste, das Ding wird niemals fahren damit. Zumindest so in diesen Bereichen, wenn man noch nicht die passenden Leute kannte. Ne? Ja. So ein bisschen nur in irgendeinem Golfforum unterwegs. Irgendwann hat so ein Ding einer mal zum Laufen bekommen. Ist das Tollste, das Coolste, das Geilste, das Lauteste. Ne? Aber gefahren ist es eigentlich nie. Ne? Mhm. Krass. Das ist dann auch Baujahr ungefähr? 80er oder wann ist das? Nee, 73 ging das los. 73, okay. Das heißt, wo kommt so ein Motor dann rein? Der jetzt in dem Fall aus dem späteren Ford Escort. Mhm. Hundeknochen Escort, aber ich sag mal so Jahrgang 73, 74, 75. Weil das ist ein Motor schon mit Aluminiumblock. Die ersten Motoren, die hießen BDA, die hatten dann einen Graugussblock. Das ist jetzt ein BDG. Ist halt 2 Liter, die ersten fingen an mit 1600 Kubik, dann 1840 Kubik und dann letzten Endes 2 Liter. Mhm. Wo wir wieder beim Thema sind, was Mike sich alles merken muss, so mit Kennbuchstaben und so weiter. Wie ist das bei sowas? Seid ihr auf der ewigen Teilesuche bei Blöcken oder ist euer Lager so groß an Blöcken und so weiter, dass sowas nicht so oft benötigt wird? Also in der Regel können wir uns schon relativ zügig helfen, da wir wirklich viel auf Lager haben. Oder wir produzieren halt auch viele Teile zwischendurch, wenn mal die Zeit gerade da ist und die Maschine frei ist, dass man mal kleinere Stückzahlen wieder machen kann. Mhm. So von 5-6 Motoren als Beispiel. Aber so ein Motorblock jetzt, den kann man tatsächlich wieder fertig kaufen, neu gegossen. Echt? Okay. Krass. Aber geil gemacht. So mit Zahnriemen. Ja. Einspritzpumpe oben drauf sitzend. Ja. Gibt es aber wirklich nicht viele, die sowas noch verbauen, abstimmen und so weiter können, oder? Dass so ein Ding wirklich auf der Rennstrecke am Ende fährt. Zumindest nicht in Deutschland. Es geht ja schon erstmal damit los, dieses ganze Paket mechanisch im Zustand zu haben, dass es lauffähig ist. Das ist der erste Punkt. Ja. Und dann auch noch damit umgehen. Ja. Das ist dann der zweite Punkt. Ne? Dass es vernünftig fährt, ja. Was ist so ein Motor ungefähr wert, wie er hier steht? Ungefähr 33.000 bis 35.000 Euro netto. Mhm. Okay. Hätte ich jetzt sogar mehr getippt eigentlich. Ja? Ja. Also ohne, dass ich irgendwas anliefere. Ne? Wirklich nur so, wie er hier steht. Ne? Krass. Das ist das Pendant für einen Sportprototypen, wie es früher in den 70er Jahren halt gab. Chevron, Lola oder noch kleinere Hersteller.
siehst du, dass die Einspritzpumpe dann unten drunter ist. Im Tourenwagen passt es nicht anders, deswegen hat man die Einspritzpumpe oben drauf gesetzt. Wir müssen einmal, René, wenn du hier gerade so rumfilmst, ich muss einmal so einen Trichter rausziehen im Zimmer. So reinfilmen. Flachschieber ist halt einfach das Besondere, dass hier ist eine Platte drin, die schiebt sich zur Seite auf. Korrekt? Korrekt. Korrekt, okay. Und ist es theoretisch besser als eine Klappe? Also, oder für Spitzenleistung ist es besser, weil du halt einfach nichts hast, was im Weg ist und den Luftstrom stört. Das merkt man wirklich tatsächlich, dass wenn hier jetzt so eine 1,5 mm Platte noch drin liegen wäre als Klappe, die sich aufdreht. Ja gut, ist ja nicht nur die Platte, du hast ja auch die Welle. Mhm. Ich sag mal, dann in so einem Fall 8 mm Welle plus 2 mm Klappe, da steht halt irgendwo im Wind. Und dann reden wir sofort von 5 PS bei so einem Motor? Kann man schwer sagen, ne? Kann man schwer sagen, ja. Also krass. Ich hätte ja gesagt, so 8 bis 10 PS wird da sicherlich einen Unterschied machen. Wir sprechen ja hier von 2 Liter Hubraum und 300 PS als Sauger. 150 pro Liter, das ist schon ganz ordentlich. Die Oberliga, ne? Für so altes. Und das 70er Jahre mäßig, ja. Nee, Flachschieber ist einfach nur, wenn das der Kanal ist, schiebt sich dementsprechend einfach was rüber, dass der komplett frei ist. Du kannst es hier anschauen. Ach, guck mal, da ist er her. Ah, ja. Weil die Flachschieber... Ah. Das ist doch die Version 2022, die wir hier sehen. Ja, genau. Ja, da stimmt jetzt überlegt, wo man sowas mal anbauen könnte. Ich weiß auf jeden Fall, wenn der Kollege Krämer das sieht, der wird das auch so geil finden, dass er auch sich irgendeinen Motor überlegt, wo dieses Ding drauf könnte. Flachschieber. Ja, vorhin, Alter, ein Billet-Flachschieber, habe ich nicht gesehen. Geil. Original sind die Teile damals gegossen worden. Und das für uns aber einfacher ist, da wir eh keine Riesenstückzahlen brauchen. Ich sag mal, wir werden davon vielleicht 10 Stück im Jahr brauchen für unsere eigenen Motoren, für unsere Kunden. Also fräsen wir die aus dem Vollen. Angenommen, rein prophylaktisch, dieser Motor wäre jetzt gerade im Formel-1-Bereich. So, dürfte da das Teil dann dort auch nachfräsen oder geht das jetzt nur in diesen kleineren, ich nenne es mal vorsichtig, Hobbybereichen? Nee, das geht schon, sofern das Material das gleiche ist, was man damals verwendet hat und die Dimensionen vor allem auch die gleichen sind. Okay. Weil früher war es Aluminium, das ist jetzt tatsächlich ein Flachschieber von einem Formel 1 oder von so einem 2-Liter-Motor, die sind nahezu identisch, sind nur marginale Unterschiede. Und von daher spricht da nichts dagegen, die jetzt so zu fertigen und zu benutzen. Sieht aber optisch einfach nur geil aus irgendwie. Wir können ja noch mal so ein bisschen, kipp das mal so leicht. Kannst du mal reinfilmen hier von oben? So ist zu und so ist, geht das Ding halt komplett auf und man sieht wirklich bis im Rennraum. Genau. Krass. Hört man geräuschmäßig einen Unterschied? Also hört man, dass da keine Klappe drin steht unter Volllast? So als jemand, der sowas jeden Tag hört? Ich würde sagen, hört man nicht. Hört man nicht? Nein. Und so beim Tip-In, so ein bisschen beim Gasgeben? Die Drosselklappe hat den Vorteil, die Ansprechbarkeit vom Motor ist natürlich wesentlich eleganter gegenüber einem Flachschieber. Flachschieber ist nur dazu ausgelegt, maximale Leistung zu machen. Und darum geht's. Das heißt einfach so, weil dieser Moment, wenn man die Klappe so ein bisschen aufschiebt, ist schlechter, als wenn die Klappe sich aufdreht. Du kannst eine Drosselklappe einfach viel besser dosieren. Deswegen haben sich schlaue Leute irgendwann mal sogenannte Walzenschieber einfallen lassen. Ein Walzenschieber hat im Prinzip das Ansprechverhalten von der Drosselklappe, aber die Spitzenleistung vom Flachschieber, weil dann auch einfach nichts mehr im Weg steht. Gab es, glaube ich, auch ein paar Motorräder mal eine Zeit lang auch, ne? Ja. Statt Vergaser, ne? Hat man in der DTM Anfang der 90er dann mal ausprobiert, im 190er. Ein Rennen, glaube ich, mal in Kialami, in einem Kärcher-Auto, meine ich. Da war mal ein Walzenschieber drauf. Ist dann später wahrscheinlich wieder verworfen worden aufgrund von Kosten. Und letzten Endes, ein richtiges Rennauto, wenn es ordentlich bewegt wird, hat eh ein schmales Drehzahlband. Und da wirst du dich dann auch in der Regel drin bewegen. Also wenn du irgendwann mal Langeweile hast, musst du eigentlich mal so ein Technikbuch schreiben, wo du so all deine Gedankengänge so über die Jahre... So, hat er ja Gott sei Dank nicht. So, nee, also einfach nur so, dass die Leute so weiterzugeben, wo, was, welche Technik, auf welchen Autos und so weiter. Ne? Weil wenn das mal ausstirbt irgendwann, aber deswegen sind wir hier. Ja, Motorenbau. Renault Formel 1, 1,5 Liter Turbo. Je nach Ausbaustufe damals bis 1100 PS circa. Auf jeden Fall schon mal sympathisch, 1,5 Liter V6 und Bitore sogar, ne? Ja. Aber warte, cool, das ist natürlich mal ganz krasse Technik hier, ne? Das ist schon für Fortgeschrittene, ja. Weil die Klappen jetzt hier vor...
Ansprechbarkeit Turbo, dass das Loch nicht so groß wird. Das ist ja mal ein krasses Zeug, Alter. Mhm. Das ist dann eher so dein Part. Ja, ich überlege gerade, ne, also wenn man so technische Sachen, so mit dieser V-Bahn-Verbindung zum Turbo, das war damals alles schon so? Das ist Baujahr ungefähr? Das ist jetzt 85. Das ist halt krass, ne? Also wenn man heute in unserem Hobbybereich einen Motor, alles was geht, geil, cool baut, dann kommt man immer noch fast an den Standard so nicht ran, ne? Auch alleine so diese... Es wiederholt sich zwar vieles. Diese Ladeabstützung mit Wastegate-Abstützung. Aber die haben damals schon gewusst, was sie machen. So, und wie genau funktioniert jetzt hier dieser Teil vor dem Turbolader? Da müsstest du ja eigentlich der Spezialist für sein. Nee, ich überlege, also es wird ja logischerweise irgendwas mit Querschnittsfläche vergrößern und verringern und Strömungsgeschwindigkeit und so weiter zu tun haben. Ja. Aber ich kann mir noch kein... Das Problem ist ja, dass die Motoren damals ein Mega-Turboloch hatten und entweder, ich sag mal so 150 PS wahrscheinlich hatten, aufgrund der niedrigen Verdichtung, bis zu 1100 PS und dementsprechend versuchst du natürlich, ich sag mal so, den Druck aufrechtzuerhalten, wenn du mal durch eine Kurve rollen musst, du musst vom Gas gehen, damit du auch ein Ansprechverhalten hast, was akzeptabel ist. Und was haben die an Verdichtung gehabt damals? Die waren zwischen 7,5 und 8,5:1 verdichtet, je nach Ausbaustufe und ob das im Rennen eingesetzt werden sollte oder im Training, da hat es dann Unterschiede gegeben. Vor allem, hier rüber saugt der dann an, ne? Ja. Der geht hier so seitlich dran vorbei. Genau. Hier sitzt das Luftfiltergehäuse dann dran, ist relativ groß. Und dann hast du im Auto rechts und links in den Seitenkästen Öffnungen gehabt. Krass. Das war schon so ziemlich die letzte Ausbaustufe, was das Thema angeht mit mechanischer Einspritzung. Mhm. Weil die gleichen Motoren einen Jahrgang später hatten dann eine elektronische Einspritzung. Mhm. Und auch alleine, wie unfassbar krass dieser Zahnriemen da vorne aufgebaut ist, ne? Ja. Also okay, hier oben zwei Nockenwellen, ist ja noch so einigermaßen normal, aber dann hier unten links und rechts nochmal eine Nebenwelle, die auch nochmal angetrieben wird, ne? Ja, für die Ölpumpen und Wasserpumpen. Es ist ja nicht so wie ein handelsüblicher Motor, wo vorne einfach irgendwo eine Wasserpumpe vorsitzt, wird er dann aus Gewichtsgründen und Platzgründen alles ganz unten platziert. So, aber Mike, jetzt erzähl mir mal, angenommen, der geht jetzt kaputt. Mhm. Wie kann sich da jemals einer daran erinnern, wie das Ding zusammengebaut war, wie der zusammengebaut wird? Kannst ja nicht mal eben irgendwie, keine Ahnung, Google aufmachen und gucken. Das ist schwierig, ja. Wir haben Werksunterlagen von Renault bekommen, seinerzeit, wo wir das Thema hier angefangen haben. Das hilft einem schon mal deutlich weiter, aber letzten Endes Learning by Doing. Du musst den Motor zerlegen, musst den Motor verstehen, dann fängst du an, das ganze Thema neu aufzubauen nach heutigen Aspekten. Alles, was Innereien angeht, wird von uns neu gefertigt. Laufbüchsen, Kolben, Pleuel, genau, Kurbelwelle, Ventile. Das ist klar. Ich sag mal so das Zeug, das werdet ihr ja alles aus dem FF einfach so machen. Aber wenn es halt darum geht, wie manche Leitungen hier liegen, weißt du, wie, wo, so. Boah. Was wert von so einem Motor, so wie er hier steht? du kannst keinen wirklichen Wert... Das ist der Anruf, wo Chris nicht ans Telefon geht, wenn er kaputt ist, so ungefähr, ne? Nein, du kannst keinen wirklichen Wert festlegen, weil Angebot und Nachfrage reguliert den Preis. Ich sag mal im Vergleich jetzt ein Cosworth Formel 1, den man 100% neu kaufen könnte in England, der in England ungefähr 115.000, 120.000 Pfund kostet. Mhm. Wie willst du sowas dann sagen? Das gibt es einfach nicht mehr neu. Aber was würde das ganze Auto mit Motor kosten oder wert sein? Ist auch eine Frage, in was für ein Auto das Ganze reinkommt, weil die Geschichte ist entscheidend und wie groß der Hersteller damals gewesen ist. Aber jetzt als Lotus Formel 1 sind wir sicherlich bei 1,5 bis 2 Millionen Euro, was das Auto an Wert hat. Mhm. Und dann würde ich mal schätzen in Relation, was den Motor angeht. Ohne Motor ist das Auto nichts wert in dem Sinne, weil du könntest ja gar nicht benutzen, dann hättest du nur ein Ausstellungsstück. Dass der Motor sicherlich hinterher einen Wert hat von 250.000 Euro. Mhm. Und das ist auch ein Original Formel 1 Motor? Das ist ein Original Formel 1 Motor, ja. Das heißt, den hat man mit Glück irgendwo mal im Fernsehen gesehen? Definitiv, ja. Aus welchem Auto ist der? Das ist jetzt 95T. 95T. Mhm. Also auch Lotus, John Player Special. Mhm. 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 Aber nicht Baujahr 95, sondern irgendwann eher 80er, 85er. Mhm. Also 84 ist der 95T das erste Mal eingesetzt worden. Und die Motoren sind dann danach kam der 97T. War dann 85, 98T, 86, dann hört es auf mit John Player. Oder beziehungsweise hört damit auf, was uns interessiert. Ja, genau. Wie oft rufen hier Leute an, die einfach nur einen Tipp oder eine Empfehlung oder irgendwas brauchen? Weil sie, das wird wahrscheinlich auch öfter mal vorkommen, ne? Kommt tatsächlich öfters vor, aber trotzdem ist der Kreis sehr klein.
ist ja nichts für Community, was du da so machst. Ja, ja, klar, das ist schon die Oberliga hier. Wahnsinn. Und wir haben kein Telefon. Und wir haben kein Telefon. Noch habe ich keins klingeln, was ja schon mal selten ist in unseren Videos. Darf man hier reingucken oder ist hier irgendwas? Ist nichts Spezielles drin. Okay, war genau leer. Auch leer. Ich glaube ab. Da wird es interessanter. Kugellager, O-Lager. Also Ersatzteile, Kleinteile für die Motoren. Ja, genau, was man alles braucht. Alles Mögliche. Das heißt, hier haben wir Motorenbau. Mhm. Also hier ist Montage. Ja. Wie viele Motoren baut ihr so pro Jahr? 70 bis 80, würde ich sagen. Und die sind auch alle im harten Einsatz am Ende? Mhm. Das heißt, von den 70 kommen wahrscheinlich 60 nach 2 Jahren zur Revision wieder zurück? Nö, ist laufzeitenabhängig. Mhm. Ja, wir also, hatten ja bei 12 bis 15 Betriebsstunden bei so einem Formel-1-Motor. Was so ein Formel-1-Motor angeht, ja genau. Da ist jetzt sowas drunter, der ist jetzt gerade zur Revision hier, der wird jetzt zerlegt. Bestandsaufnahme gemacht, sieht erstmal wild aus. Mhm. Hier sieht man auch wieder, was wir eben gerade auch wieder hatten, schön mit den tiefliegenden Nebenaggregaten immer. Ja. Mhm. Auch mit Flachschiebern. Genau. Vor allem ist das beschichtet? Das ist beschichtet, ja. Auch aus dem Auto von euch? Weiß ich nicht. Ich müsste gerade über. Ja, Lotus 81. Das siehst du doch gerne, ne? Wenn dran gewohlert wäre, klar. Absolut. Aber lieber zusammen auch. Okay, das heißt, hier weiß man nicht, einfach Revision reingucken, was ist und fertig. Ist nicht defekt, ist einfach nur 15 Stunden sind voll. Ja. Motor wird dann durchgesehen, wird erstmal aufgenommen. Stehen die Steuerzeiten noch, hat sich irgendwas verstellt, wie ist Ventilspiel. Dann wird weiter zerlegt, alles gewaschen, Bestandsaufnahme gemacht. Und dann werden Komponenten wie Tassenstößel, Federn, Ventile, Federteller, Keile, alle Lager, Zahnriemen, Kolbenringe. Ja, das ist so der erste Step, das, was man Minimum macht. Wird dann ausgetauscht und alle 30 Stunden an Pleuel, in der Regel so circa 45 Stunden Kurbelwelle. Ja. Ja, also diese Vielfalt ist für mich unfassbar, wie man so diese ganzen Motoren alles querbeet. Krass. Aber wie ist das jetzt für so einen Motor? Kolben. Gibt es die noch von damals? Oder sind das auch schon alles Nachfertigung? Wir haben unsere eigenen Vorstellungen, was wir da machen, um einfach mehr Leistung zu generieren. Verstehe, okay. Also ist in gewisser Weise schon ein bisschen Tuning auch machbar hier. Wenn man das so betiteln mag, ja. Was hat der Motor an Leistung? Das ist jetzt ein Short Stroke, also Kurzhuber. Gibt es noch einen Long Stroke von, was man damals so eingesetzt hat. Ein Long Stroke 4,75 und ein Short Stroke so 4,95, wenn die richtig gut sind. Krass. Mhm. 3 Liter Hubraum. Und die besagten 10.000 Umdrehungen. Sieht für 3 Liter Hubraum schon recht groß aus, finde ich eigentlich. Ja. So in Summe jetzt so mit allem dran. Der eigentliche Motor wird wahrscheinlich einfach nur klein sein, aber schon so der Kopf mit dem Ganzen und so. Krass. Ja, und damals hat man tatsächlich noch herkömmlich ist man normale Tastenstößel gefahren. Ne? Ich hätte gedacht, die sind auch schon viel mit Schlepphebeln und Kipphebeln und so weiter. Nein. Gefahren. Nee. Also letzten Endes, das ist ja das Einfachste. Und die Einfachheit ist da einfach das Beste. Mhm. Hydros oder mechanisches Ventilspiel? Mechanisch. Alles mechanisch an dem Ding. Maximaler Leichtbau. Wenn man mal überlegt, dass der Motor 1967 konstruiert worden ist, wirkt das ja schon sehr modern. Absolut. Ja, definitiv. Ich hätte jetzt auch niemals gedacht, dass das Ding so viele Jahre auf dem Buckel hat. Ja. Mhm. Was fährt so ein Motor an Verdichtungen? Wir haben Verdichtungen 12.2 bis 12.5 zu 1. Haben die dann schon so Klopfsensorik-mäßig irgendwas? Nein, nee, gar nichts. 0,0, ne? Du stimmst das ab auf dem Prüfstand und danach muss das funktionieren. Und in der Regel geht das dann auch 15 Stunden, wenn du keinen Überdreher hattest durch den Verschalter. Und man muss einfach dazu sagen, auch 3 Liter, 500 PS auf dem Sauger ist halt auch schon echt eine Literleistung, ne? Mhm. Schon ganz ordentlich. Das ist schon für krass. Okay. So Teile, diese ganzen besagten Teile, die sind alle im nächsten Werk. So was ihr so lagert, so alles so die Heiligen teilen mal so eine Kurbelwelle und sowas alles. Ist überall versteckt. Oder überall versteckt. Versteckt. Ja, so Schränke. Das Problem ist, was wir haben einfach viel zu wenig Platz und viel zu viel Zeugs. Und das ist stetig gewachsen und irgendwann bist du bei so einer Chaos-Theorie,
was moderne Logistiker machen, nur da wird es halt automatisch eingelagert. Und noch wir müssen kein halt schauen, Haufenprinzip. Aber nee, das nicht. So schlimm ist nicht, aber du musst halt schauen, wo Platz ist und da bringst du dann die Sachen unter. Siehst du in diesem historischen Motorsport also schon auch Potenzial für die Zukunft? Das ist ja unser Business, was wir jetzt seit Jahren machen und auch erfolgreich machen. Und man kann schon Geld damit verdienen, das ist de facto so, ja. Ich würde sagen, mit diesen Worten verabschieden wir uns erstmal aus Teil 1, weil ihr habt ja noch ein paar Werke mehr. Mhm. Wir sind ja nur im Werk 1 hier. Das heißt, auf jeden Fall danke schon mal für eure Zeit. Gerne. Gerne. Ich denke, wir haben ein paar ultra, ultra coole Einblicke, vor allen Dingen extrem coole Gespräche. Ich fand es extrem interessant, wieder viel gelernt heute. Mhm. Und im nächsten Teil könnt ihr euch darauf freuen, dass wir ein paar Formel 1 Autos sehen, hoffentlich. Da kommt noch was. Kommt noch was. Mhm. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.